Aus dieser Wohnung ertönt am Abend ein lauter Schrei. Es ist ein Beziehungsstreit, der bald eskaliert. Eine Nachbarin alarmiert die Polizei, mehrere Streifenwagen rücken an. Als die Beamten in die Wohnung wollen, nimmt der Mann seine Partnerin als Geisel. Auf dem Balkon haben dann Kräfte von außen gesehen, dass die Lebensgefährtin des Mannes bedroht wurde. Und ein Beamter wurde auch darauf aufmerksam, dass er so eine Art Stichbewegung erkannt hat. Um das Leben der Frau aus Rumänien zu retten, stürmt die Polizei die Wohnung. Die Situation wird unübersichtlich. Ein Beamter schießt, dabei wird der 46-jährige Mann aus Italien getötet. Offenbar hatte er versucht, die Beamten anzugreifen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beamte in einer Nothilfe-Notwehrlage gehandelt hat und dementsprechend wird er nicht als Beschuldigter geführt. Das Leben der 25-Jährigen können die Beamten nicht retten. Sie stirbt noch am Tatort an ihren Stichverletzungen. Gegen ihren Partner wurde bereits früher wegen häuslicher Gewalt ermittelt.